Ihre Tränen zieren den Asphalt, nur die Straße gibt ihr Halt. Sie sagt, du löscht mich aus und er fährt sie stumm nach Haus. Er fährt, fährt, fährt und sie will es nicht verstehen. Du kannst nicht einfach gehen, oh, du kannst nicht einfach gehen. Kann sein! Das geht nicht! Du musst es sagen! Was? Dass sie besser nicht gegeben hätte! Nein! Es muss sein! Nee, Nika da! Du musst es sagen! Und jetzt sing das Lied! Also gut, du hast recht. Lass uns gehen. Gehen wir. Es ist ohnehin nicht mehr viel da. Nicht mehr viel übrig. Du musst es sagen! Du musst es aussprechen, dass es all die Jahre nie gegeben hat! Es hat sie gegeben. Sie haben stattgefunden. Hier! Ich meine, was soll ich sagen? Selbst wenn ich von ihr weggehe, der Sohn wird immer bleiben. Es wird ihn immer gegeben haben, so wie es diese Ehe immer gegeben haben wird. All die Jahre, ohne dich. Dann gehe ich jetzt! Es hat sie gegeben! Nein! Sie haben stattgefunden! Die vergangenen 24 Jahre! Selbst wenn ich hier fortgehe, es hat sie gegeben! Du musst es sagen! Der Sohn wird immer bleiben! Es muss sein! Nee, nee, nee! Dann sag wenigstens, dass es sie besser nicht gegeben hätte! Dass es besser gewesen wäre, die Frau und den Sohn nie gehabt zu haben! Und jetzt sing! Sing das Lied! Das geht nicht. Es muss sein. Ja, ja, kann sein. Was? Dass es besser gewesen wäre. Was? Dass es besser gewesen wäre, die Frauen und so nicht gehabt zu haben. Ja, kann sein. Und jetzt sing. Sing das Lied. Mit wem soll ich denn sprechen? Ich dachte, ich hätte jemand sprechen gehört. Du hast doch mit jemandem gesprochen. Nein, wieso? Weil ich Stimmen gehört habe. Stimmen? Stimmen, ja, Stimmen. Aber du warst doch im Bad. Ja, eben. Ja, das kennt man doch. Stimmen im Bad. Stimmen aus den Rohren. Stimmen aus anderen Stockwerken. Nein, ich meine Stimmen hier auf dem Flur. Hier Stimmen. Ja, Stimmen hier auf dem Flur. Es ist niemand hier. Aber hier war jemand. Aber es ist niemand hier. Wer ist das? Wer ist das? Das
Ausländer. Das ist Romy Vogtländer, die ich das letzte Mal vor 24 Jahren gesehen habe. Und warum sagst du mir nicht, dass diese Frau vor der Tür steht? Warum sagst du mir das nicht? Warum lügst du mich an? Ich bin selbst völlig überrascht. Dieser Mann war vor 24 Jahren meine große Liebe. Wir waren ein Paar damals. Und wir sind es noch heute. Was? Er und ich, wir waren ein Paar damals. Und wir sind es noch heute. Oh. Ist unsere gesamte Kompanie beisammen? Es wäre am besten, ihr liefet sie auf einmal, Mann für Mann auf, wie es die Liste gibt. Hier ist der Zettel von jedermanns Namen, der in ganz Athen für tüchtig gehalten wird, vor dem Herzog und der Herzogin zu agieren, an seinem Hochzeitstag, zu Nacht. Erst, mein Guter, sag uns, wovon das Stück handelt. Dann lies die Namen der Akteure ab und komm so zur Sache. Unser Stück ist die höchst klägliche Komödie und der höchst grausame Tod des Pyramus und der Thisbe. Ein sehr gutes Stück Arbeit, ich sag's euch. Und lustig. Was ist denn das für ein Scheiß? Pyramus, eine Lesbe. Pyramus und Thisbe. Sagt er doch. Scheiß. Dagmus Ranje. Ist das lateinisch? Nee, srpski. Das ist von Shakespeare. Was? Gibt's schon Bier? Leck mich am Arsch. Brotzeit. Also eigentlich ist es gar nicht von Shakespeare, sondern von Ovid. Bier und Aquavit. Prima. Feierabend. So ein Scheiß von wegen Feierabend. Sagt sie doch. Shakespeare lässt Handwerker Ovid, Pyramus und Thisbe nachspielen. Also kein Bier. Und kein Feierabend. Scheiß. Wenn euch die Klassiker nicht so liegen, dann probiert doch mal diesen Schimmelpfennig hier. Schimmelpfennig klingt irgendwie ekelhaft. Ein Österreicher. Sex and Crime? Aus Österreich? Mit unzähligen Anspielungen auf Pyramus und Thisbe. Und Romeo und Julia. Also doch Scheiß. Abwarten. Dieser Mann war vor 24 Jahren meine große Liebe. Dieser Mann war vor 24 Jahren meine große Liebe. Wir waren ein Paar damals. Und wir sind es noch heute. Was? Vor 24 Jahren? Aber du bist doch erst 17. Das ist Schimmelpfennig. Wir leben wohl im Schimmelpfennig. Ein bedeutender Literat der Gegenwart. Hätten wir doch ausgemacht. Schimmelpfennig, der Shakespeare. Ja, leck mir ja mal. Bier. Hallo? Nichts. Hallo? Nichts. Ja? Er geht. Erneutes Klingeln. Er kommt zurück. Hallo? Nichts. Er geht wieder. Es klopft an der Tür. Er hält inne. Stille. Erneutes Klopfen. Er geht zurück zur Tür.
Hallo? Wer ist da? Erneutes Klopfen. Hallo? Stille. Er öffnet plötzlich die Tür. Vor der Tür eine Frau. Ja? Schweigen. Ja, bitte? Schweigen. Hören Sie. Ich habe dich gesucht. Es war nicht einfach, dich zu finden. Ach ja, kann sein. Hören Sie bitte. Du erkennst mich nicht? Erkennen? Er lacht. Nein, erkennen. Tut mir leid. Er schließt die Tür. Es klingelt. Ich bin es. Romy. Romy Vogtländer. Kurze Pause. Aber wenn du mich nicht erkennst, dann solltest du die Tür wohl wirklich wieder zumachen. Romy Vogtländer. Und du erkennst mich nicht? Romy Vogtländer? Weißt du? Ja, ja. Wir waren einen Sommer lang ein Paar. Romy Vogtländer. Vor 24 Jahren, damals. Kurze Pause. Ey, da war ich besoffen. Verdammte Scheiße! Wer ist diese Braut? Was will sie von dieser Türe? Das ist Romy Vogtländer. Toje Romy Vogtländerowitsch. Sie waren vor 24 Jahren ein Paar? Sie haben sich damals ewige Liebe geschworen. So eine Kacke! Die Jungs sind doch erst 17. Wie soll das gehen? Ich bin es, Romy! Romy Vogtländer! Ich weiß! Ist mir aber scheißegal, ja? Aber wenn du mich nicht erkennst, dann kannst du die Tür ja gleich wieder zumachen! Romy Vogtländer, ich kenne dich nicht! Und du erkennst mich nicht! Romy. Jetzt hör mir mal zu, Romy! Du bist scheiße! Dein Name ist scheiße! Das ganze Scheißding ist scheiße! Hau ab! Vor 24 Jahren war ich nicht mal im Kindergarten. Scheiß Fotze! Versprochen? Ich bin es, Romy Vogtländer. Aber wenn du mich nicht erkennst, dann solltest du die Scheißtür wohl wirklich wieder zumachen. Kann sein. Ich bin jetzt da, um dieses Versprechen einzulösen. Was? Hä? Und ich bin da, um dich an dein Versprechen zu erinnern. Ulala. Versprechen? An das Versprechen, dass du mich immer lieben wirst, das hattest du gesagt. Aber... Vor 24 Jahren hast du es geschworen! Ich bin erst 17. Da war ich bestimmt besoffen. Da war ich nicht mal im Kindergarten. Na und? Was willst du hier? Dich! Was könnte ich sonst wollen? Du willst mich erinnern? Ja, ich bin gekommen, um dich zu erinnern. Dass wir uns ewig lieben werden, das hattest du gesagt. Mit wem sprichst du? Ich? Ja, du. Mit wem sprichst du? Hä, das hatten wir doch schon. Stille, Pfennig, arbeite mit Zeitschleifen. Zweimal ist genau das Gleiche. Manchmal sogar dreimal, fest verschachtelt. Das hält ja keiner aus. Das ist ja wie Schule. Das geht gar nicht. Zweimal das Gleiche, bitte vorschulen. Das kann ja nicht wirklich bringen, dieser Shakespeare. Das Gleiche. Zweimal. Das ist Schimmelpfennig, beste Postmoderne. Egal, da muss mehr passieren. Schneller, aktueller. Was mit Alkohol oder Drogen? Oder wie andere als Stalking-Dabfeuer. Oder einer hat Migrationshintergrund. Oder ein behindertes, schwules Pärchen. Romeo und Julia auf dem Ort. Wo gibt's denn sowas? Na, in der Zeitung.
Scheißfotze! Das ist Romy Vogtländer. Das ist Romy Vogtländer, die ich das letzte Mal vor 24 Jahren gesehen habe. Wer ist das? Wir sind Romeo und Julia. Das Original. Euch habe ich vor 24 Jahren das letzte Mal gelesen. Wer ist das? Das ist Romy Vogtländer, meine große Liebe. Aber ja, mein fast erwachsenen Sohn, der klebt fester als eine Sommer. Und wer sind wir jetzt? Ihr seid Romeo und Julia vom Dorfe. Schimmelpfennig hat euch an 24 Stellen zitiert. Wer ist das? Das ist Romy Vogtländer. Aber sie knutscht mit meinem Sohn rum. Moment, also entschuldige mal. Wir haben uns vor 24 Jahren das letzte Mal gesehen. Das ist, glaube ich, kein Vertrag für alle Zeit. Wer ist das? Das ist der Weihnachtsmann, glaube ich. Ist heute schon der 24. Und wer ist dann das jetzt? Die Osterhase oder die Zeugen Jehovas? Das ist die Cousine meiner Schwägerin, deren Frau hat eine Tante und davon die Bekannte, deren Tochter. Ah, die Romy. Wer ist das? Das ist Norbert Blüm. Er hat uns sicher den Renten versprochen. Wer ist das? Das ist der Möbelpacker Roman. Ich habe ihn 24 Mal gefögelt. Ich bin jetzt da, um dieses Versprechen einzulösen. Claudia! Mann, da war ich besoffen. Besoffen ist besoffen. Was hat der jetzt versprochen? Blühende Landschaften, den Atomaufstieg oder ein Flughafen in Berlin, der nächstes Jahr eröffnet? Nö, das ist meine Zweitbesetzung. Ich bin da mal weg. Wer ist das? Oh. Verdammte Scheiße! Oh. Du verlogenes Arschloch! Oh. Das ist unsere Nachbarin. Sie will sich Backpulver bohren. Für einen Marmorkuchen. So, jetzt reicht's mir aber mit euren Schultheater. Jeder kommt bei dran, aber könnt ihr nicht mal für eine Szene der scheiß Original runterspielen? Damit wir mal alles weiter was verstehen von dieser postmodernen Kacke. Gut, das hört sich dann aber so an. Du hast mich angelogen. Wie soll ich erklären, dass diese Frau vor unserer Tür steht? Diese Frau? Scheinbar die große Liebe deiner Jugend. Vor 24 Jahren. Von der höre ich heute zum ersten Mal. Es ist doch nicht mein Fehler. Nein, wessen dann? Alles, was ich getan habe, war die Tür zu öffnen. Und mich anzulügen. Oh. Und jetzt? Was soll jetzt werden? Wie soll es weitergehen? Jetzt. Jetzt. Jetzt, ja. Jetzt wird Frank sich daran erinnern, was er mir einmal geschworen hat. Dass unsere Liebe niemals endet. Er wird sich daran erinnern. Und dann wird er entweder mich hereinbitten und sie wegschicken. Oder er wird seinen Mantel anziehen und mit mir kommen, wenn wir hier wegen ihnen nicht bleiben können. Ich bin ganz klar, diesen Augenblick sehe ich schon sehr lange vor mir. Nur wird sich nichts davon erfüllen. Fortgehen von ihr wird Frank, ja, aber mit mir und nicht mit ihnen. Wie mit ihnen? Dass sie uns noch antreffen, ist ein Zufall. Wir ziehen weg von hier, morgen, nach 19 Jahren. Wo willst du hin mit ihr, jetzt, wo ich wieder da bin? weit weg von hier. Du sagst nicht, das kann nicht sein, dass du zu all dem kein Wort sagst. Es stimmt. Es stimmt. Claudia und ich, wir sind seit bald 20 Jahren verheiratet. Und wir haben einen fast erwachsenen Sohn. Wieso? Hat sie ein Kind von dir? Und morgen ziehen wir weg von hier. Die Möbelpacker sind bereits bestellt. Dass wir uns einmal kannten, ist kein Vertrag für alle Zeit. Doch, das ist es. Doch, genau das ist es. Das hattest du gesagt. Ein Vertrag für alle Zeit. Sogar gesungen hast du es für mich. Erinnerst du dich nicht an das Lied, das du für mich gesungen hast?
20 Jahren gesagt haben soll. Es hat heute keine Gültigkeit mehr. Wir sind kein Paar, das waren wir. Für einen oder zwei Sommer vielleicht, wenn's hochkommt. Aber Claudia und ich, wir kennen es seit 2 Jahrzehnten. Ich bin die Mutter seines Kindes. Ich habe diesen Mann durch jeden entscheidenden Augenblick seines Lebens begleitet. Ich kenne jeden Gedanken, jede Geste, jeden Schritt. Und genauso kennt er mich. Das kann nicht sein. Dass du mich wegschickst, ist nicht möglich. Ein böser Traum, aus dem ich gleich erwachen werde. Nein, so ist es. Das ist ein Albtraum. Ein Albtraum. Und wenn ich gleich die Augen öffne, dann wirst du dich über mich beugen, dicht über mein Gesicht. Und du wirst mich zärtlich fragen, wie geht es dir? Geht es dir gut? Und ich werde sagen, ich wusste es. Endlich hast du mich zurückgeholt. Und dann werden wir uns küssen. Das verspreche ich. Er wird nichts sagen. Er wird sie nicht zurückholen. Und er wird sie nicht küssen. Ich mache jetzt die Tür zu. Bis dann. Bis dahin. Vor dem Haus etwas später. Anni und ich, ein warmer Abend, unser letzter. Die Herbstsonne steht schon tief und wir wollen nicht nach Hause, wir können uns nicht trennen. Aber morgen zieht er mit seinen Eltern weg von hier, weit weg. Er ist mein Freund, mein erster Freund, wir lieben uns. Ich will nicht, dass er wegzieht. Aber es ist alles schon vorbereitet. Seine Eltern haben alles schon gepackt. Was sind jetzt unsere letzten Stunden? Wir sitzen auf der Böschung vor dem Haus und wissen nicht, was wir sagen sollen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werde dich niemals vergessen. Bleib bei mir. Was soll denn werden, du? Stopp! Das ist es. Das ist das größte Motiv der Weltliteratur. Zwei Kinder auf einer Böschung? Nein. Nein, zwei Liebende, die nicht zusammenfinden können. Ach, Romeo und Julia? Das habe ich da hinten in der Kiste gefunden. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Willst du schon gehen, Romeo? Wissen Sie, mit wem sie spricht? Der Tag ist doch noch fern, Romeo. Heißt irgendjemand von Ihnen Romeo? Ich ja nicht, ein Scheißname. So heißen vielleicht Autos. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie sitzt des Nachts auf jenem Granatbaum dort. Glaube mir, mein Herz, es war die Nachtigall. Nee, und nimmer war das eine Nachtigall. Das ist eine Lerche, das erkenne ich ganz genau. Ich kenne mich da aus. Ich bin Hobby-Ornithologe und von Vögeln habe ich Ahnung. Hier sitzt ein schönes Exemplar in meinem Feldlerche. Die Sonne hauchte dieses Luftbild aus. Dein Fackelträger, dir zu Nacht zu sein. Dir auf deinem Weg nach Mantua zu leuchten. Ein weiteres charakteristisches Bestimmungsmerkmal. Drum bleibe noch. Zu gehen ist doch nicht. In der zweiten Strophe mit dem darauffolgenden sogenannten. Drum bleibe noch. Zu gehen ist doch nicht. Der raue Zipfel entsteht genau im Kopf des Piepers. Drum bleibe noch. Zu gehen ist doch nicht Not. Dann pass auf. Was wir ganz unscheinbar vernommen haben, das ist das rhythmisch kreschendierende Zirpen mit dem Überschlag am Ende der zweiten Strophe des Balzgesangs. Ich gebe gern mich rein, wenn du es verlangst. Das wirft jetzt ein ganz anderes Licht auf Vögeln. Vögel! Und ich drücke dir. Lass sie nicht greifen, bis sie die Ursache. Meine Liebe weiß. Dein Stöhnen summt mir noch im Ohr. Ist das nicht besser als jenes Liebesgekrächze? Es tagt! Auf eine! Fort von hier! Es war doch die Lerche, die so heiser sang und falsche Weisen raum ist und gurgeln. Das habe ich gleich gesagt, dass das eine Lerche war. Einen braunen Oberschwanzdeckel und den komisch zusammenlaufenden Schnabel, der ist perfekt angepasst an den aufnehmenden Gesicht. Oh Mann! Möbelpacker, die Shakespeare zitieren. Und es nur, weil im Sommer nachts vom Handwerker vorkommen. Sollen wir vielleicht Pyramus und Thisbe spielen?
im lateinischen Original. Alles andere wäre scheiße. Senator ad forum propera. War der beiden Häuser gemeinsame Mauer durch einen Riss? Nam ibi curia est. Sehen Sie, gekommen, als sie einst erbaut worden war. Diesen Fehler, den in langen Jahrhunderten keiner wahrnahm, sagt ihr Liebenden zuerst, denn was entginge der Liebe? Ließet ihn werden zum Weg eurer Stimmen. Oft, wenn sie standen an ihr, Hirtispe Pyramus dort, und hatten im Wechsel gesaugt den Atem auf ihrer Stimmen, sagten sie: Neidische Mauer! Was stehst du den Liebenden feindlich? Wär es ein großes, uns ganz die Leiber vereinen zu lassen, oder wenn dir dies zu viel, dich zumindest zu öffnen? Forum! Doch wir sind undankbar nicht gestehen, uns selbst zu schulden, denn nur ein Durchlass gewährt dem Wort zum Ohr der Liebe. Ach, Liebende, die durch eine Mauer getrennt werden. Ey, das war vielleicht 1990 noch eine Message, aber heute... Jetzt wird es Zeit für die Inspirationsnummer. Haben wir überhaupt einen? Ein Ossi? Nein, Mann, einen richtigen Ausländer. Oh, ich denke, deiner Nieder spricht Kroatisch. To je srpski ljudi. Egal. Ja, dann auf geht's, Danilo. Mein blondes Mädel dazu. Das könnt ihr nicht. Luise. Luise. Luise, bledasi. Bledasi. Šta je s tvojom kožom? Luise, bledasi. Es ist nichts. Du bist ja hier. Es ist vorüber. Me voliš, moja Luise. Stopp! So geht das nicht. Ja, wir brauchen Untertitel oder so. Ja, letimo vamo. Da vidim da li si dobro. Ti nisi dobro. Es ist nichts, mein Geliebter. Es ist nichts. Priča mi istinu. Šta ti fali? Ti nisi dobro. Ja to vidim. Kaži mi šta ti fali. Ferdinand, dass du nur wüsstest, wie schön deine Sprache für ein bürgerliches Mädchen klingt. Slušaj, ti si moja Luise. Kad sam kod tebe, razum mi se istopi u jednom trenutku. Stidi se. Svaki trenutak koji si izgubila na brigu, to je trenutak koji si ukrala svom mladiću. Versuch mich einzuschläfern, Ferdinand. Versuch mein Auge hinwegzulocken von diesem Abgrund, in dem ich jetzt gewiss stürzen muss. Ich sehe die Zukunft, deine Entwürfe, dein Vater, mein Nee. Ferdinand, halt euch über dir und mir. Man trennt uns. Der Nasrazvoj. Ko može nas na razvoj? Ko može da razvoje dvoje srca? Ili muzici, ili nakot? Ko to može? Ja se ne plašim ničega, ničega, osim granice tvoje ljubavi. Tebi ne treba više anđeo. Ja sam spreman da se bacim između tebe i sudbine. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich. Jetzt, jetzt, von heute an, ist der Frieden meines Herzens aus. Wilde Wünsche, ich weiß es, werden in meinem Busen rasen. Geh! Gott vergebe es dir. Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworfen. Und er wird nimmer, nimmer gelöscht werden. Verdammt nochmal! Das ist ja richtiges Theater! Bravo! Shakespeare, bitte!
Anni und daneben Tina. Kein Plus, kein Herz, nur unser Zeichen. Und als wir dann vor Annis Haustür stehen, sagt er: Also dann, ich liebe dich, aber wir werden uns nicht wiedersehen. Ja, sag ich. Ich weiß. Mach's gut. Leb wohl. Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ich wusste es. Endlich hast du mich zurückgeholt. Nein. Doch. Sonst wäre ich nicht hier. Theater hin oder her? Wisst ihr, was euch mit einem Regenklang nicht passiert? Lasst euch zepperte Kisten im Weg stehen. Also Dings, ey, ich meine Julia, noch einmal wegen der Lerche. Die Lerche ist unverwechselbar mit der Nacht. Doch, ich vergaß, warum ich dich zurückgerufen. Ja, wegen der Lerche. Also noch einmal. Die Lerche. Die weiß, dieses typische Zirpen auf, während die Nachtigall hat dieses... Auf das du stets hier weißt, werd ich vergessen. Bedenkend, wie mir deine Nähe so lieb. Nähe? Liebe? Verweilen? Und ich dachte, es geht hier um Vögel. Die Nachtigall zum Beispiel, die weist ein sehr interessantes Paarungsverhalten auf. Bei der Walzung klattert das Männchen, das Weibchen, mit gesträubtem Gefieder und aufgestelltem Schwanz. Gelingt es dem Männchen, das Weibchen lange genug abzulenken, hüpft es zügig um sie herum und begattet sie in Sekundenschnelle. Da heißt es nur noch, rauf, rein, raus, runter. Nichts von dem. Liebe, verweilen oder Nähe. Nein, einmal fertig und das Männchen Ach, ist schon längst dabei. Ach, lieber, mein um Vögelchen? Wie meinst du das mit dem Vögelchen? Das kann ja mehreres bedeuten. Ach, doch hegt und pflegt ich dich gewiss zu Tode. Nun, gute Nacht. So süßes Trennungswehe. Ich rief wohl gute Nacht, bis ich den Morgen sähe. Wie jetzt gute Nacht? Verarscht mich doch. Es ist jetzt Nacht. Wir sollen uns trennen. Ich soll nach Hause gehen und dich alleine lassen. Du musst mich vergessen. Das kann ich nicht. Was quatschen wir uns jetzt hier rein, wo ich gerade den Balztanz der Nachtigall demonstriere? Das sind Reni und Sali. Also Romeo und Julia auf dem Dorf. Einmal Romeo und Julia. Ich werde es aber nicht aushalten ohne dich. Und doch will ich dich nie bekommen. Kein Hindernis aus Stein hält die Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Romeo und Julia. Einmal Shakespeare und einmal Gottfried Keller. Schimmelpfennig hat Kellers Romeo und Julia 24 Mal zitiert. Was? Da war noch mehr Kisten im Keller? Ach, Scheiße! Oh, ich bin immer wie im Himmel, wenn ich nur tanze und weiß, dass du zugegen bist, Sali. Also, Sali? Klingt mir irgendwie nach Migrationshintergrund. Du bist ein Job, du Bravo. Es ist alles vorgegangen in deinem Köpfchen, mein liebes Kind. Was machen die denn da? Sie vögeln. Da steige ich doch gerade auf, dieses Reklamzeug. Bobby, ja, ist so Radio. Oh, Sali, warum sollen wir uns nicht haben und glücklich sein? Du musst mich vergessen. Nein, das werde ich nie. Könntest denn du es tun? Es handelt sich nur um dich. Du bist noch so ganz jung und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen. Nur gute Nacht. Gott weiß, wann wir uns wiedersehen werden. Und wir hatten es gerade vom Vögeln. Romy, sie ist tot. Sie...
lag tot auf dem Pflaster vor unserem Haus. Tot? Was wollen wir mit einer Leiche im Haus? Bringen Sie zurück? Ich war's. Ich hab sie umgebracht. Du hast was? Das kann nicht sein. Tina und ich, wir beide hatten heute unseren letzten Tag. Und dann verlässt diese Frau unser Haus. Und ich kann nicht sagen, warum. Aber sie macht mich wütend. Ich werfe einen Stein nach ihr. Der trifft sie voll am Kopf. Sie schlägt hin und steht nicht wieder auf. Was habe ich getan? Für diesen Augenblick, für diesen Steinwurf, bezahle ich mit meinem ganzen Leben. Also dieser Reklam. Boah, der ist echt krass, der Reklam, Mann. Alter, boah, was der so für Geschichten zaubert und so. Echt krank, Mann. Hab so einmal durchgelesen, erstmal so, boah. Oh, also, der Reklam, der ist echt krass drauf, Mann. Einfach so Bücher schreiben und so, Mann. Kranker Scheiß, ey. Also, der Reklam, den kann ich nur weiterempfehlen, ey. Der ist echt gut, Mann. Der ist echt gut. Sally? Sally! Hast du ihn erschlagen? Ja! Hab ich! Moment! Hier drin steht aber, Sally nickte lautlos. Hast du ihn erschlagen, Sally? Na also, geht doch! Und Vrenchen schrie... Oh Gott! Du lieber Gott! Es ist mein Vater! Der arme Mann! Und sinnlos warf sie sich über ihn... Hey, hier steht über ihn und nicht auf ihm. Bist du total bekloppt? Kannst du nicht lesen? Und sie hob seinen Kopf auf, an welchem indessen kein Blut floss. Er wird doch nicht gleich tot sein müssen. Der arme Mann. Überfloss von schmerzlichen Tränen. Damals hast du mir geschworen, dass du mich immer lieben wirst. Aber die 19 Jahre Ehe kleben fest. Die kriegt er nicht runter. Ich liebe dich. Aber wir werden uns nicht wiedersehen. Es wäre besser gewesen, die Frauen so nicht gehabt zu haben. Sie lebt! Ich hab doch gleich gesagt, durch den Steinbruch verlor sie nur das Bewusstsein. So können wir sie hier nicht sitzen lassen. Wenn sie eine Gehirnerschütterung hat, müssen wir sie ins Dunkel bringen. Das Sofa ist schon weg. Dann legen wir sie in ein Bett. Wieso habe ich sie bloß raufgetragen? Andi! Na, fühlt sich ihr Körper noch so an wie früher? Hier, und dein Hahn. Das müssen wir verbinden. Hol Verbandszeug. Und du bleibst mit ihr alleine hier? Ich soll dich mit ihr alleine lassen? Geh zum Auto, hol Verbandszeug, geh endlich! Ich verstehe gar nichts mehr. Wer jetzt mit wem? Du wolltest es doch postmodern. Aber heißt postmodern, dass es nur um Sex geht? Nein! Hier geht es um viel mehr als das. Um die Inflation des Wortes Liebe, um Verantwortung, um den Umgang mit Versprechungen. Darum... ob und wie lange man für das, was man einmal gesagt hat, hingehalten wird. Wie lange man für das, was man einmal getan hat, einstehen muss.
Also ich sage mal, Kleine, schon mal den Rasen zwischen die Ohren gedüngt? Das geht immer. Ich war 17, du warst 20 und damals hast du mir geschworen, dass du mich immer lieben wirst. Und ich habe es dir auch geschworen, dass ich dich immer lieben werde. Weißt du noch? Ich bin jetzt da, um dieses Versprechen einzulösen. Und ich bin da, um dich an dein Versprechen zu erinnern. An das Versprechen, dass wir uns ewig lieben werden, das hattest du gesagt. Ich bin gekommen, um dich zu erinnern, dass du mich ewig lieben wirst. Das hattest du gesagt. Doch, das ist genau das ist es. Ein Vertrag für alle Zeit. Das hattest du gesagt. Sogar gesungen hast du es für mich. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht an das Lied, das du für mich gesungen hast? Hör auf! Hör auf, Andi! Du ruinierst die Wände mit deiner Kritzelei. Ruinieren tust du sie. Das kann doch niemand mehr überstreichen. Und dann verlässt diese Frau unser Haus. Und ich kann nicht sagen, warum. Sie macht uns wütend. Und ich werfe einen Stein nach ihr. Der trifft sie voll am Kopf. Die Frau steht hin und steht nicht wieder auf. Was habe ich getan? Für diesen Augenblick. Für diese Schweinburg bezahle ich mit meinem ganzen Leben. Egal, was ich vor 24 Jahren gesagt haben soll. Es hat heute keine Gültigkeit mehr. Die Scheißfotze. Fast hätte ich dir zugetraut. Aber die 19 Jahre Ehe kleben fest. Die kriegt er nicht runter. Das wird ihm nicht gelingen. Die kleben fester als der eine Sommer. Wir sind kein Paar. Das waren wir. Für einen oder zwei Sommer vielleicht, wenn's hochkommt. Aber Claudia und ich, wir kennen uns seit bald zwei Jahrzehnten. Diese 19 Jahre Ehe. Diese 19 Jahre füllen in diesem Moment mehr als einen ganzen Container. Allein 17 Kisten. Nein! Es geht doch nicht immer nur um Liebesschwüre, Versprechungen und Verträge. Darum, dass man nicht vergessen werden will. Darum geht es. Niemand! Versprich mir, dass wir auch nach dem Kindergarten noch beste Freundinnen bleiben, ja? Ja klar, wo ich schenke dir ein Freundschaftsbändchen, ja? Prinzessin! Prinzessin! Du hast mir doch versprochen, dass ich in ein Bettchen schlafen darf. Hau ab, du ekliger, stinkender Frosch! Aber versprochen ist versprochen! In jedem Wort stecken für sie Wahrheit und Ernst. Ruhe mit dem Gelaber. Es geht doch darum, dass man nicht vergessen werden will, gerade als Frau. Hey, wie hieß denn mal die Hübsche, die den Ring geschenkt hat? Ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich meine, war ja eh nichts Ernstes. Sah ja auch scheiße aus. Ja, nur zu dumm, dass ich mir ihren Namen hab eintätowieren lassen. Auf dem Weg zur Wohnung seiner Eltern holt Anni den Stift raus. Überall, auf jeder Mauer, auf jedem Vorsprung, auf jedem Garagentor hinterlassen wir unser Zeichen. Seinen Namen und daneben meinen. Anni und daneben Tina. Kein Nuss, kein Herz, nur unser Zeichen. Welcher Penner hat hier alles vollgesprayt? Wie sollen wir denn das wieder runterkriegen? Wir sind Möbelpacker und keine Maler. Das Zeichen auf der Kiste. Vorher war das doch nur irgendeine Kiste. Aber mit diesem Zeichen ist das meine Kiste. Das Zeichen ist wie mein Name. Diese Kiste gehört mir. Hey, du Vollpfosten, das ist meine Zeitung. Da steht mein Name im Adressbuch. Maul, dein Name steht gleich auf deinem Grabstein. Wusstet ihr, dass die alten Ägypter nicht selten die Namen ihrer Vorfahren aus allen Inschriften ihr könnt ihn euch gleich gegenseitig auf euren Grabstein meißen lassen. Euren Namen! Das Zeichen auf der Kiste. Vorher war das doch nur irgendeine Kiste. Aber mit diesem Zeichen ist das meine Kiste. Wer das Zeichen sieht, weiß, dass ich hier gewesen bin.
Oh Mann, als ich gestern meinen scheiß Hund rauslasse, der markiert den ganzen Hof mit seinem Zeichen. Das Zeichen auf der Kiste. Vorher war das nur irgendeine Kiste. Aber jetzt ist das meine Kiste. Ich hab nur die eine Kiste. Mehr als diese eine Kiste brauche ich gar nicht. Das ist scheiß peinlich. Man ist der einzige Hund im Hof. Ey, da! Also, ich will dir mal was sagen. Also, wir packen jetzt schon seit 24 Jahren so fremde Möbel und so, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, so, wirst du vielleicht meine Frau werden? Dann können wir so unsere eigenen Kisten und so für immer auspacken und uns im eigenen Ort und so für immer, weißt du? Für immer? Ich weiß nicht. Das klingt schon sehr lang. Wie wär's mit einem Monat auf Probe und der Kleinkiste? Aber die 19 Jahre Ehe kleben fest. Die kriegt er nicht runter, das wird ihm nicht gelingen. Diese 19 Jahre füllen in diesem Moment mehr als einen ganzen Container. Ist heute 19. Dann habe ich meinen Hochzeitstag vergessen. Doch, das ist es, genau das ist es. Ein Vertrag für alle Zeit, das hattest du gesagt. Sogar gesungen hast du es für mich. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht an das Lied, das du für mich gesungen hast? Bitte, lieber Gott, ich habe nichts getan. Wie sollte ich erklären, dass diese Frau vor unserer Tür steht? Du bist schuldig, Frank, schuldig. Ein Lügner. Was kann ich denn dafür, lieber Gott? Alles, was ich getan habe, war die Tür zu öffnen. Darum geht es nicht, Frank, und das weißt du. Scheiße, wer hat denn auch ahnen können, dass Gott eine Frau ist? Stellt euch vor, ihr hättet keine Bedeutung mehr für die anderen. Ihr würdet vergessen. Oder noch schlimmer, keiner kennt euch, ihr mutiert zum Nichts. Keiner kennt euren Namen. Ihr mutiert zu einem Nichts. Das ist es, was mir dabei durch den Kopf geht. Dann ist der Fall klar. Du leidest an Atanzagoraphobie, der Angst, vergessen oder ignoriert zu werden. Ist es gefährlich? Das fragst du am besten einen Arzt. Wir sind nur Möbelpacker. Das Lied? Klar. Klar kenne ich das. Siehst du das? Was? Das Zeichen. Hier auf der Kiste. Vorher war das doch nur irgendeine Kiste. Aber jetzt ist das meine Kiste. Ich habe nur diese eine Kiste. Ich brauche auch nur diese eine Kiste. Eine Freundin? Ja. Wie heißt sie? Tina. Und wo ist sie jetzt? Zu Hause. Und auf dem Weg dorthin. Und warum ist sie nicht hier? Hier ist kein Platz. Und warum bist du nicht bei ihr? Das war ich doch. Bis vorhin. Liebst du sie? Sehr. Wie sehr? Ich werde sie immer lieben. Für immer? Ja, für immer. Weißt du das? Das weiß sie. Du hast es ihr gesagt? Ich habe es ihr gesagt. Ja. Gesagt, dass ich sie immer lieben werde. Unglaublich. Wie du deinem Vater ähnelst, als der jung war. Aus. Wir können nicht zusammenkommen, Brina. Sally, küss mich noch einmal. Es ist aus. Es ist ewig aus. Wir. Schnauze. Knutschen. Glaube mir, mein Herz.
Es war die Nachtigall. Die Lerche war's, die Tagverkünderin. Das zu identifizieren an. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall. Von mir aus, Hauptsache Vögel. Oh, oh, wie sehr fürchte ich ihn, seinen Vater. Ja, ja, srebna šimničega, osim granice tvoje ljubav. Hä? Was sagt er? Ich muss kurz mal übersetzen. Also, er meint so, ich fürchte nicht als die Grenzen deiner Liebe, weißt du? Er ist Schiller, aber auch serbisch. Es muss aber Schluss sein mit dieser scheiß Integrationsdiskussion! Du hast mich verraten und ein anderes Weib erwählt und hast doch Kinder! Denn mein kinderloser Ehe, das ist noch verzeihlich, wenn du hier dies Weib begehrst! Ey, jetzt zieh nicht schon wieder die Ich bin die Verlassene mit der Nummer ab, ey. Aber ich wurde auch verlassen. Mitten im Stück und das nur, weil ich Serbisch spreche. Mit Kindern ist es doch was anderes hier, Macho-Jasche. Hinister, schwöre Treue. Und nicht weiß ich, ob du meinst, der Gott von Edem regiere jetzt nicht mehr. Und neue Rechte gelten in der Welt, in dem der Meineid dir bewusst ist gegen mich. Meineid, dein Eid. Scheißeid, man lebt nur einmal. Damals war er doch besoffen. Ja, ja, so. Sie hat alles für ihn aufgegeben und dann das. Ach, diese Hand, wie hast du sie aufgedrückt? Und meine Knie, wie vergebens hat sich dran geschmiegt, der Schlechte. Und getäuscht, mein hoffend Herr. Von dieser Stund an, meine eigenen Kinder muss ich töten. Niemand lebt, der sie retten kann. Nein, Scheiß, du bist erst 17, du hast ja keine Kinder. Medea hat mit Jason sogar zwei Kinder, du bildungsresistenter Vollpfosten. Hab ich Jasons ganzes Haus zertrümmert dann. So eilig fort, von meiner teuren Kindermord. Hinweg vom Lande, das mich zwang zur Gräueltat. Was? Du hast deine Kinder umgebracht? Medea wollte, es hätte all das nicht gegeben. Die Ehe nicht und nicht die Kinder. Hey, genau wie bei der Romy. Stimmt! Krass, hast recht, Digga. Hol an, mein Herz, auf, wappne dich! Was zauderst du? Zu tun das schrecklich, aber unvermeidlich leid. Du meine unglückselige Hand, ergreife das Schwert, ergreife es! Tritt zum Wendepunkt deines Glücks! Immer diese scheiß Beziehungskiste. Was ist mit ihr? Dass du sie immer lieben wirst. Hattest du ihr das nicht gesagt? Gesagt? Ja. Und? Aber das spielt doch keine Rolle mehr. Warum nicht? Weil ich sie nicht wiedersehen werde. Wirst du nicht? Nein. Woher weißt du das? Ich weiß es. Du könntest hierbleiben oder wiederkommen. Nein. Warum nicht? Weil es zu Ende ist. Ganz einfach. Der später weggegangen war, sah im tiefen Sand Spuren eines sicherlich wilden Tieres und erblasste im ganzen Gesicht. Und erblasste im ganzen
Gesicht. Herr Blaster! Als er dann aber auch sogar den blutbenetzten Umhang gefunden hatte, sagte er: O all ihr Löwen, die unter diesem Felsen wohnt, zerreißt mein Körper mit wilden Bissen! Er hebt den Schleier Thisbes auf und trägt ihn mit sich zum Schatten des vereinbarten Baumes. Und nachdem er das vertraute Kleidungsstück beweint und geküsst hatte, sagte er: Nun trink doch mein Blut! Er stieß das Schwert, mit dem er umgürtet war, in den Unterleib. Und der Sterbende zog es unverzüglich aus der heißen Wunde. Und wie er da so rücklings auf der Erde lag, das Blut spritzt hoch empor. Nicht anders, wie wenn ein Rohr, nachdem das Fleisch hart geworden ist, platzt und einen langen Wasserstrahl emporzuschmeißt, der in Strahlen die Luft durchbricht. Da kehrt jene zurück und sucht den jungen Mann. Sucht ihn mit den Augen. Mit den Augen und mit dem Herzen. Und mit dem Herzen, und sie verlangt danach zu erzählen, wie sie dem wilden Löwen entflohen war. Und nachdem sie nach kurzem Verweilen ihren Geliebten erkannt hatte, schlug sie die Arme in lautem Wehklang, zerraufte das Haar und umarmte den Körper des Geliebten, füllte die Wunden mit Tränen und mischte Blut mit Tränen. Und das bleiche Gesicht küssen, rief sie: Pyramus, welch Unglück hat dich mir entrissen? Pyramus, antworte, Liebster! Und nachdem sie ihr Kleidungsstück erkannt hatte und die elfenbeinerne Schwertscheide ohne Schwert gesehen hatte, sagte sie: Ich werde dem Toten nachfolgen und man wird mich allerärgste Ursache und Begleiterin deines Todes nennen. So sprach sie und stürzte in das Schwert. Das im Übrigen vom Blut des Pyramus noch warm war. Endlich ist sie weg. Das hätte ich Frank fast zugetraut. Die Scheißbotze. Aber die 19 Jahre Ehe kleben fest. Die kriegt er nicht runter. Die kleben fester als der eine Sommer. Hat der nur die eine Kiste? Andis Mutter kommt ins Schlafzimmer. Verunsichert, zweifelnd, unschlüssig. Sie hält ein Paket in den Händen. Ein Geschenk? Eine Überraschung? Sie versteht etwas nicht, das kann ich sehen. Doch Claudia öffnet die Kiste und holt einen Mantel heraus. Sie zieht ihn sich an. Und der Mantel, er kratzt, er juckt, er prickelt. Das Kratzen, das Jucken, es brennt unmöglich. Sie fängt Feuer. Ihre Arme, ihr Gesicht, die ganze Oberkörper brennen. Sie brennt so schnell und furchtbar. Sie scheint nicht einmal beschreien zu können. Jetzt brennt ihr ganzer Körper. Durch das geschlossene Fenster kann ich nichts hören. Schreit sie. Schreit sie nicht. Hinfort! Weißt du noch, wie
haben. Sei ruhig. So, Teufel. Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach. Und als sie oben saßen, blieb das Schiff allmählich in der Mitte des Stromes zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe, dunkle Wälder, die ihn überschatteten. Bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legt eine glänzende Bahn in den Strom hinauf. Und auf dieser kam das Schiff langsam überquert worden. Als es die Stadt erreichte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwanden, von der dunklen Masse hinunter in die kalten Fluten. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, waren in Zeitungen zu lesen: Zwei junge Leute, Kinder zweier Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Abermals ein Zeichen der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaft. Voll krass. Luise! Die Limonade ist matt wie deine Seele. Versuche! Die Limonade ist gut. Wohl bekomm's. Fort! Fort! Diese sanften, schmelzenden Augen, ich erliege! Muss ich zertreten wie eine Natter oder verzweifeln? Oh, Luise! Luise! Luise, warum hast du mir das angetan? Weinen Sie, Ferdinand! Sorge für die Unsterblichkeit deiner Seele! Hast du den Marschall geliebt? Luise, hast du den Marschall geliebt? Ehe dieses Licht noch ausbrennt, stehst du vor Gott! Gift! Gift! Oh mein Herrgott! Oh nein! So fürchte ich es. Die Limonade war in der Hölle gewürzt. Musst jetzt schon dahin. Aber mach dir keine Sorgen. Wir machen die Reise gemeinsam. Ferdinand, auch du, Gift. Oh, nun kann ich nicht mehr schweigen. Der Tod hebt alle Eile auf. Ferdinand, man zwang mich zu lügen. Ich hätte den Tod vorgezogen. Aber dein Vater, die Gefahr. Sie machten es listig. Nein, nein, entspringe mir nicht, Engel des Lichts. Kalt, kalt und feucht, ihre Seele ist dahin. Und dann erscheint Annis Vater in der Tür und er sieht seine Frau. Claudia! Verbrennend, mit den Resten der geschmolzenen Jacke in der Hand. Und er steht da regungslos, bevor er wieder aus der Tür verschwindet. Er läuft in den Flur und stürzt heftig, als er auf ein Matchbox-Auto ausrutscht. Das Matchbox-Auto schießt unter seinen Fuß davon. Frank kommt hoch und tritt voller Schmerzen in die Scherben einer Limonadenflasche. Ungläubig hebt er die Limonadenflasche auf. Langsam, langsam senkt er seinen Blick auf den Fußboden. Er entdeckt einige verstreute Spraydosen. Die meisten findet er hinter Andis Kiste. Er sammelt alles, was er findet, auf und will es in die Kiste mit dem Tag räumen. Er öffnet die Kiste und entdeckt die Leiche seines Sohnes. Andi! Entsetzen! Was ist mit deiner Freundin? Was ist mit ihr? Dass du sie immer lieben wirst. Hattest du ihr das nicht gesagt? Gesagt? Ja. Und? Aber das spielt doch keine Rolle mehr. Warum nicht? Weil ich sie nicht wiedersehen werde. Frank lässt alles, was er aufgesammelt hat, fallen. Er will zu seiner Frau ins Schlafzimmer, stürzt wieder, als er auf ein Matchbox-Auto ist. Gleich eines, was sie gerade im Schock hat fallen gelassen.
geht nicht. Es muss sein. Warum? Anders kann es nicht gehen. Ja. Was? Ja, kann sein. Was? Dass es besser gewesen wäre. Was? Dass es besser gewesen wäre, die Frauen den Sohn nicht gehabt zu haben. Und jetzt sing. Sing das Lied. Das geht nicht. Ich habe nicht den Text vergessen, sondern auch die Melodie. Du hast das Lied vergessen. Nein, nein. Du erinnerst dich nicht. Doch. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Dabei hast du es selbst gesagt. Du kommst mit mir. Dabei kannst du das gar nicht. Du kannst dich an nicht einmal erinnern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann werde ich jetzt alleine mit nichts von hier weggehen. Und du wirst alleine mit nichts hier bleiben. Halt! Stopp! Was heißt hier nichts? Bin ich nichts? Schau ich etwa aus wie nichts? Immer. Immer werde ich vergessen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Nina,
Thank you.